Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Battlefield 1, in dem Fall wieder aus der Beta. Ich bin nicht allein, heute ist der Ryu wieder am Start. Hi Ryu! Hallöchen! Ja, und in guter alter Manier werden jetzt erstmal die Pünktchen eingenommen. Ich bin auf dem Pferd unterwegs erstmal. Kannst du kurz absteigen? Kann ich bei dir spawnen? Ich bin direkt auf Punkt... Boah! Ich bin direkt tot. Lol, weswegen? Ja, ein Bomber kam über mich geflogen. Oha. Der hat sich irgendwie scheinbar ganz schnell für mich und mein Pferd interessiert. Me and my horse. So in etwa, ja. Sehr aber schön. Da steht's immer noch, dann hole ich es mir halt wieder. Zack. So. Ah, ich spawne mal bei. Also ich reite Richtung E, dann könntest du bei mir spawnen, wenn du jetzt kurz Geduld bist. Ich bin jetzt gerade auf B. Ah. Okay. Auf C meine ich. We have taken objective charge. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Was? Wurde ich niedergesäbelt oder was? Hab ich gar nicht mitbekommen. Fängt der gut an hier. C wird direkt angenommen. Alter, der Bomber ist die ganze Zeit immer über mir. Hab mir das zweite Mal rausgeholt. Und holt jetzt echt sich auch noch den Punkt E. Das war doch ich. Könnte machen. Hilft nix. Hallo. Hallo. Alter, das gibt's doch nicht. Wie dunkel war das denn bitte da? Im Dunkeln ist gut munkeln. Ich habe den überhaupt nicht mehr gesehen. Eigentlich wollte ich Nahkampfangriff machen. Und nicht chargen. We are losing objective Charlie. Ach Gott, sitzt da drüben echt schon wieder ein Sniper. Auf dem Ding drauf. Allen unbeachtet. Den werde ich jetzt mal holen. Wie komme ich da jetzt am schnellsten hoch? Oh, hier ist ja so ein kleines MG. Wusste ich gar nicht. Ah, hier oben war ich noch nie. Wo denn? Bei C auf so einem Dach, da sind so zwei MGs oben drauf gestellt. Ah. That's first aid for you. Ja, die Kartendetails sind schon sehr schön gemacht, muss man sagen. Da ist schon mitgedacht worden. Boah, 94, lass ihm 6 HP stehen. Macht mich ja jetzt schon traurig. We have lost objective Freddy. They've overrun our positions. One of them. Taken the objective. Na, irgendwie lassen sie 10 Grad aber doch mehr links liegen. Aber die Bomben, ja, die hier mal wieder runterkommen, hey. Die Bomben sind unglaublich nervig. Kommen auch bisher gerade gar nicht ins Spiel. Ich will sie irgendwie versuchen zu snipen, mach's aber dann doch nicht und renn die ganze Zeit vor, wo dann der Gegner zuletzt war. Dann. Ach, das ist gerade anstrengend. Ja, oh, jetzt werde ich von, oh Gott, im Landship hinter mir auf C.
die ganzen Fahrzeuge hier. Zu krass. Jetzt auf einmal bei C. Weißt du, die ganze Zeit nicht bei C und jetzt auf einmal bei C. Bist du tot? Nee. Bin jetzt auf C. Warum kann ich nicht bei dir spawnen? Ist auch ärgerlich. Jetzt kann ich's. Brauchst du Heilung? Jo, werde ich nehmen. Vielen Dank. Ich habe meine Landship gerade weggemacht. Lol, war ich fleißig. Wie hast du das gemacht? Granatenwerfer genommen vom Assault. Den habe ich gar nicht gesehen gerade, hey. Ich habe mich gerade am Kopf gekratzt. Halt die Tür zu. Der ist jetzt Tanker hier reingeflohen, der Typ. So, endlich mal den Punkt holen. Sehr schön. Hier sind schon wieder irgendwo welche. Die kommen wahrscheinlich von D oder von F rüber. Beides möglich. Und wir haben aber keinen der Punkte, deswegen. We are losing objective Charlie. Enemy medic there. We have taken objective George. Hängt der jetzt immer noch da? Oh Gott. Toll, wäre ich durch die Tür behindert. We have lost objective butter. Okay, der ist aber weg. Na, ah, da war noch ein zweiter. Also oben im Haus bei C ist auch noch immer einer. Ich hatte gedacht, eigentlich könnte ich den rausholen, aber dann hat er sich dann noch von einem zweiten helfen lassen. Wie viele Sniper hier auch die ganze Zeit rundherum sind. Oh Gott. Ah, in dem Haus bleibt die ganze Zeit der eine Kerl. Ich finde aber, Gasgranaten sollten noch ein bisschen Schaden machen. Selbst wenn man die Gasmaske auf hat. Nee, ich finde aber, der Damage sollte schneller und intensiver sein ohne Maske. Ja, aber die Maske kannst du einfach viel zu schnell aufsetzen. Also du kannst es sehr leicht auskontern. Deswegen muss der initiale Damage so hoch sein. We have lost objective George. G haben wir verloren. Ja, wir haben eigentlich jeden Punkt gerade verloren. Da kommt ein Panzer. Wo denn? Der kommt von Button aus. Richtung C, oder was? Richtung C. Der ist markiert. Oh ja. Ja, klar. Und da kommt noch ein Light Tank von Duff aus, von D. Das ist wirklich gerade ein bisschen heftig hier, was da passiert. Ich glaube, ich renne mal Richtung F, dass wir wenigstens wieder einen anderen Punkt haben. Also was mir immer wieder auffällt, dass Tanks im Allgemeinen zu wenig gefokust werden. Der kommt, die Leute rennen immer weg. Und wir haben schon unseren Armored Train. Ja, das spricht nicht für uns. Aber dann werde ich mal ein bisschen Zugfahrer spielen. Und hier mal die Flak besetzen. Mal schauen, was man so vom Himmel holen kann.
Der Zug ist schon sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Aber wir liegen auch massiv hinten natürlich aktuell. Boah, ich bin hier hart in der Zahl. Keine Chance. Von allen Seiten. Ich würde die ganze Zeit... Also wenn du einen Punkt versuchst einzunehmen, dann wirst du von allen Seiten wegbombardiert. Ja, wir sind gerade... Oh, lol, mit der Flak einen Headshot-Bonus bekommen. Ja, wir sind gerade auch allgemein wirklich heftigst unterlegen. Bin ich auch mal im Zug? Ja. Wir fahren auch weiter auf A. Halfway there, the enemy has the upper hand. Warum fahrt er jetzt nicht auf A mit dem Zug? Weil er doof ist. Fahrt er lieber auf E? Und jetzt fahrt er raus aus dem Punkt. Das ist ein Tipp. Das ist mal ein Zugfahrer, so wie man braucht. Ja, will bei der Deutschen Bahn anfangen. Jetzt fahrt er gleich wieder raus. Ja, also hier ist sie echt mächtig. Wobei ich jetzt in diesem in einem kleinkalibrigen Geschütz drin bin. Was ja, auch ja, die irgendwie ist aber auch cool. Echt stark ist. Leider nicht getroffen. We have taken objective butter. We have taken objective George. Na. Immerhin. Mal ein Punkt, ja. Mühsam, wenn wir jetzt das Eichhörnchen. Aber ob es ein Sieg wird, ist verdammt schwer. Wahrscheinlich nicht. Ne, man muss sagen, der Zug reißt dafür zu wenig, wobei es diesmal jetzt gerade von den Punkten einigermaßen eigentlich mal gut aussieht. Ja, der Zug ist schon nicht schlecht, aber du musst halt immer noch gucken, dass du die inneren Punkte auch ein bisschen bekommst. Naja, klar. Das ist eigentlich das Hauptproblem, also B zum Beispiel, aua, was war denn das? Oh, hi. Ja, der fährt viel zu schnell weg. Könnte die ganze Zeit Gegner kalt machen, aber so halt nicht. Oh, ich bin gelevelt. Oh, wie hab ich den denn gekillt? Ah, der müsste einfach mal hier so ein bisschen... Naja, ein bisschen für Angst und Schrecken sorgen. Auch an der Stelle bleiben. We have taken objective apples. Ja, siehst du, und jetzt gleich wieder zurückfahren. Können die anderen sich drum kümmern. Gar kein Ziel für den Bomber bieten.
have lost objective Duff. Capture that objective. We've got to capture the position. Ouch. We have taken objective Duff. Wahnsinn, wir haben D und er fährt sofort weg zu G, wo kein Mensch ist, anstatt dass er bei D erstmal bleibt. Ja. Also geht doch. B gar nicht gehighlightet. We'll take the objective. We have taken objective Charlie. Aber jetzt haben wir wirklich lange Zeit viele Punkte gehabt, aber man sieht, selbst darin holen wir kaum auf. Ja, ja. Die Gegner bringen halt auch immer noch Gegenwehr, ne? Tickets verlierst ja auch durch was anderes. Ja, weil genau so ist es. Aber so an sich finde ich es schon in Ordnung, dass der Armored Train diesmal an den schlechteren Spieler quasi ausgegeben wird. Ja, wenn ich mich da an das andere Battlefield erinnere, da musstest du einen Punkt halten, damit du dann die Superwaffe hast und das war dann... Für das dominante Team, das wurde dann nur noch dominanter, weil es die ganze Zeit dann die Superwaffe hatte und das war scheiße. Das war rein konzeptionell der allergrößte Käse. Oh lol. Und lol? Ich hoffe, der hat lol gesagt. Ah, da ist gerade direkt ein Bombe abgestürzt, auf die Gleise gefallen. Achso. Wie so ein Stein. Aber wir haben von den Tickets gut abgeholt. Den hab ich runtergeholt. Ah, nice. Ich habe noch ein bisschen drauf geschossen, habe ich noch ein bisschen Assist bekommen. Du machst gut Punkte da mit deiner Flak, ey. Ja. Flak läuft. Wir haben aber von den Punkten schon echt heftig aufgeholt, muss man sagen. Das stimmt. Sieg wird immer noch sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Aber wir haben uns wenigstens wieder ehrenwert angekämpft. Na, jetzt direkt mal zu A fahren. Bei A hängt wieder irgendjemand. Ja, A hat natürlich den Vorteil, dass du halt um den Berg stehen kannst und den Punkt trotzdem einnimmst. Oder G. Oder G, ja. Meine letzten 3 Sekunden sprechen an. Wie? Ich hab den nicht gekillt. Mann, fahr doch nicht so weit weg, du Donkey. Ach, lol, was macht er denn? Ja, ich weiß auch nicht, warum er jetzt nicht im Punkt stehen bleibt. Ich kann so überhaupt nicht schießen. Viel zu spät ab. Der Zugfahrer ist ein Horror. Ja. Aber das leider schon. Die Niederlage. Ja. Aber wir haben alles getan, um uns noch irgendwie ansatzweise da ran zu schießen. Der Zug hat schon mal ordentlich was vom Gleichgewicht verändert, aber nicht genügend. Nicht genügend leider, ja. Das Weil ist wohl wahr. Aber wir waren hier. Enemy Vehicles Destroyed in unserem Zug der Beste. Mhm. Und wir sind zu zweit. Ja. Und dritter in Enemy Killed by Vehicles. Und ansonsten erster und sechster Platz, glaube ich, da braucht man sich bei angezeigten 44 Spielern nicht verstecken, wobei 44 pro Seite sind es nicht. Das sind wahrscheinlich mit Leuten, die gegangen und wieder gekommen sind. Ja, ja, die werden ja auch noch gescored. Aber wir können uns sagen, an uns lag es nicht. Der Zug hat auf jeden Fall uns nochmal ordentlich nach vorne gebracht. Gut, das war's. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüss.